Den Namen kann ich leider auch nicht lesen. Jetzt muss ich halt nicht nur Chinesisch lernen, sondern auch Russisch, so wie es aussieht. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Gut, Speed mit Fang und Sledgehammer. Ist tatsächlich interessant mit Speed, aber ich bin halt kein Speed-Fan. Quick Supply könnte man hier nehmen. Supply mit Arclight Stormcaller ist aber, glaube ich, am besten noch besser hier als Heavy Armor, einfach weil hier die Balls mit dabei sind. Wählen wir das mal. Natürlich auch recht R-anfällig. Gucken wir mal, was er hat. Aerial Specialist. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier Fangs dazu. Und dann dürften wir hier, denke ich, okay, klarkommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier stellen. Ich denke mal, die stellen wir so. Arclights halt auch relativ breit streuen. Hätte ich mal gesagt. Und die Fangs, naja, normalerweise halt late, damit sie gegen R noch was anstellen können. Aber wir müssen hier zumindest anfänglich, müssen wir welche vorne mit hinstellen. Stellen wir die vielleicht hier so dazwischen. In der Mitte hätte ich eigentlich auch gern welche, aber das sind ja nicht die letzten, die wir hier holen. Vielleicht auf diese Weise. So, dann stellen wir die hier vorne hin. Vielleicht kommen dann hier noch eins hin, hier noch eins. Und dann spät noch was dazu. Ja, ich denke, das passt so erstmal. Gucken wir mal. Oh, und der pusht hier auf der Seite. Dann steht das natürlich richtig schlecht. Aber mal sehen, mal sehen. Ja, die Crawler haben wir hier gut bekommen. Und der muss ja auch erstmal dann hier rüber wandern. Ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Na? Die Salve war extrem gut. Vielleicht holen wir sogar einfach nochmal Artillerie. Aber wir müssen halt aufpassen, ja, gegen R. So, jetzt haben wir hier den Debuff. Aber der Debuff wird uns hier, glaube ich, noch nicht viel nützen. Wobei er ist hier recht langsam und klumpt hier schön rein. Das hat gut funktioniert. Er wird wahrscheinlich sowas wie UFOs spielen. Das ist halt das Problem. Bedeutet, wir könnten hier, brauchen ein bisschen Anti-Air. Ja, Wraith ist halt super für ihn. Ich denke, man nimmt aber hier genau deswegen die Marksmen. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Die stellen wir dann einfach hier so mit hin. Wir brauchen auch noch. Wir brauchen aber auch noch eine Artillerie. Ich denke, die können wir hier so hinstellen. Weil schön wäre, wenn die gleich eine Salve loslässt. Ne? So. Ah, die dürfen wir hier nicht zu weit vorne hinstellen. Hier stellen wir noch was davor. Die Frage, ob wir hier drüben einfach nochmal einen hinstellen oder halt hier alle drei verteilen. Ich bin fast dafür, hier alle zu verteilen. Stellen wir die hier hin. Vielleicht so. Können wir noch einen dazu nehmen? Den könnten wir upgraden. Ich bin für noch mehr Fangs. Ja, die. Also später ein bisschen davor laufen. Das sieht ganz gut aus. Und hier hinten stellen wir mal eine Rakete hin. Hätte jetzt auch hier eine stellen können, dass man das hier schnell entscheidet. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Also ich gehe mal schwer von UFOs aus. Ja, hat er. Und wie gesagt, die zweite Artillerie finde ich hier noch ganz gut. Sehen, wie schnell er hier durchprescht. Upgrade hier drauf wäre gut. Anti-Air-Upgrade auf den Marksman wäre gut. Ist ja auch nicht teuer. Ja, komm schon. Ah. Ja, da ist es zumindest down. Hier brauchen wir ewig. Wir können ihn hier auch gut flanken, denke ich. Und halt Anti-Air-Upgrade einfach. Ah, jetzt hier der Debuff wäre hervorragend. Klappt. Okay. Ja, Nano Repair Kit ist für ihn sehr gut. Wir nehmen hier auf jeden Fall einmal Feuer. Und das setzen wir ruhig weit vorne hin.
Weil hier ist es fast noch besser, weil hier die Crawler so nerven. Machen wir das einmal hier so hin. So, dann werden wir hier einmal Anti-Air-Tech vergeben. Wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen, theoretisch, falls er hier mal pusht. Dann stellen wir hier noch. Ja, wir brauchen aber auch ein Schild. Zumindest mal hier. Ich denke, viele Fangs sind hier auf jeden Fall gut. Stellen wir hier noch welche hin. Und eventuell lassen wir von hier hinten auch noch mal welche kommen. Die können sogar ein bisschen später kommen. Hier so. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Mal schauen. Hat Ufo verkauft? Spielt hier ein Boot? Okay. Also ich hätte Angst vor dem Ufo hier gehabt, muss ich ganz klar sagen. Einfach weil das natürlich die Fangs recht schnell wegräumen kann. Aber er wollte scheinbar das unbedingt hier aufs Boot haben. Und unsere Marksmen, wir sind ganz gut dagegen. Brauchen natürlich eigentlich nochmal Level, ja. Und hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Seite hier nicht verlieren. Oh Gott, jetzt nicht, dass wir hier durch das ganze Feuer laufen und dann die Runde dadurch noch verlieren. Jetzt müssen wir die schnell töten, dass wir hier nicht noch durchlaufen. Aber das könnte zu lange brauchen, dann geht hier der Großteil von uns hops. Ah, puh, gerade so. Das Schild ist stehen geblieben. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So. Ne Nuke. Das alles. Amplifying Core. Bin ich mir nicht so sicher, ob wir das hier alles irgendwie brauchen. Ich glaube eigentlich, wir brauchen das alles nicht. Wir könnten Intensive Training nehmen. Ich nehme das mal, um hier den noch fetter zu machen, weil das kostet uns nicht viel. So. Und auf der Seite werden wir das Ganze ein bisschen upgraden. Die könnte man sowieso einmal jeweils upgraden. Das wäre eine Möglichkeit. Ist zwar teuer, aber dann committen wir nicht so dolle, ja. So, wir gucken mal. Ich stelle mir noch einen Marksman hier auf die Seite. Der ist, denke ich, ganz wichtig. Und ich würde gern seinen Spam hier so ein bisschen abziehen. Und auf der Seite eigentlich auch, dass wir hier insgesamt schneller vorpreschen. Deutet, bei hier wäre auch noch was gut gegen die Tanks, ja. Dass wir hier noch Marksman mit reinnehmen. Sogar eine zusätzliche Artillerie wäre nicht schlecht. Wir nehmen mal noch einen Marksman. Wir haben ja ein paar Marksman. Dann stellen wir den hier so mit hin. Ich denke, das passt ganz gut. Wir könnten auch für die eine Runde das hier komplett rausnehmen. Und falls er hier, damit er hier nicht viel abzieht, machen wir hier auch nochmal eine Rakete. Okay, schauen wir mal. So, er nimmt ein zweites Boot. Aber wie gesagt, wir haben hier eigentlich Ariel. Von daher ganz gut. Das müssen wir vielleicht ein bisschen schneller killen. Das heißt, vielleicht stellen wir hier sowas wie einen Vulcan hin. Oder wir geben einfach Schilde aus. Für die Fangs. Hill of Fangs dürfte ziemlich lange stallen. Und wir müssen stallen, damit die hier nicht rankommen, ja. Oh, jetzt ist der Starke hier weg. Ja, das ist ein Problem. Wir brauchen hier Firepower. Okay, hier hat es geklappt und das Abziehen hat auch hervorragend funktioniert. Schön. Artillerie funktioniert auch sehr gut. Und ich denke, er kann uns hier auch schlecht auf der anderen Seite irgendwie überraschen. Ein Melter. Ja, ein Vulcan. Ich meine, Vulcan sorgt halt dafür, dass wir das hier unten schneller wegräumen. Aber der Melter kann hier mit Reichweite auch gegen die großen Sachen noch mit aushelfen. Und falls er einen Vulcan nimmt, ist der auch besser. Ich glaube, ich nehme den Melter. Sollen wir den so weit hier vorne hinstellen oder eher so ein bisschen hier hinten? Ich schätze mal fast hier hinten. So, jetzt geben wir hier noch Schilde aus. Die brauchen auf jeden Fall hier ein Upgrade. Hier braucht man noch ein bisschen mehr Spam-Clear. Das heißt, ich würde tatsächlich hier noch einen Arclight reinstellen. Man hat es gesehen, hier so in der Mitte. Wir stellen hier nochmal ein Schild hin. Den Arclight dazu upgraden macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und dann holen wir hier einfach noch mehr Fangs. Der braucht auf jeden Fall ein Level.
Die Frage, ob wir hier sogar noch eins davor stellen. Ich meine, wenn Vulcan kommt, brauchen wir eher noch mal, Late Fangs. Hier können wir noch mal welche hinstellen. Und ich bin der Meinung, dass wir hier noch mal welche brauchen, die auch hier noch mal ein Stück später kommen. Die stellen wir mal hier hin. So dürfte das eigentlich passen. Und für die Runde nehme ich die mal in der Mitte hier weg, weil ich glaube, wir können richtig viel Schaden auf ihn machen, wenn wir jetzt hier das für uns entscheiden. Ich brauche eigentlich noch Reichweite auf dem. Es gefällt mir nicht, dass ich jetzt hier keine habe. Okay, der ist ein Problem. Das heißt, der Melter sollte sich eigentlich dem hier annehmen. Das heißt, wir müssen das hier nächste Runde irgendwie wegbomben. Ja, und wenn wir das hier nicht schnell genug wegräumen, dann kommen die hier an uns ran. Das ist ein Problem. Ja, die werden hier sofort rausgenommen. Der Melter hat hier nicht funktioniert. Also dieser Seitenvulkan hat mich jetzt stark überrascht, muss ich sagen. Und ich kriegen wir hier noch was raus, aber ich glaube, der Debuff hält hier zu lang an. Ja, und wir kriegen das Boot nicht mal gekillt und jetzt nehmen wir mit einmal super viel Schaden. Okay, okay. Tech Specialist, Nuke. Können natürlich eine Nuke setzen, um die hier einfach wegzuholen. Ich würde das jetzt mal machen. Dann setzen wir hier einmal eine Nuke drauf. Könnt ihr den natürlich verkaufen, aber das muss er auch erstmal machen. Und wir setzen hier mal Schilde. So kann man sich natürlich gegen den Vulcan hier auch wehren. Ich hatte gesagt, die wollen wir hier mit einmal rausnehmen. Dann stellen wir hier einmal die Rakete hin. Und dann brauchen wir, denke ich, hier den Melter. Die müssen sofort weg. Und dann geht... Ja, die Bomben war weg und dann geht der Melter da drauf. Dann geben wir ja auch noch einen Kredit aus, hätte ich gesagt. Hat der Springen drauf? Hat kein Springen drauf. Hier ist noch ein bisschen mau gewesen. Also hier braucht man unbedingt die Reichweite. Und hier brauchen wir mehr Zeug davor. Das war ein Riesenproblem. Stellen wir das hier so hin? Hier so hin? Hier muss man insgesamt mehr stallen. Also ich glaube hier hin. Kredit haben wir schon aufgenommen. Ja, brauchen wir jetzt hier nicht verteilen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und dann stellt es hier hin. Das reicht hier nicht ganz, ne? Okay, jetzt fokussiert der hier. Da hätten wir den gar nicht nochmal stellen müssen. Mal sehen, wie viel Schaden er jetzt hier tatsächlich nimmt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir die hier zu langsam wegräumen davor. Drei haben wir weggenommen. Ja, wir brauchen irgendwie noch Anti-Air, was von noch später kommt. Also wir werden diese Runde jetzt hier gewinnen, gehe ich mal schwer davon aus. Problem ist nur, was ist mit der nächsten, wenn wir keine Nuke haben? Okay. Underground Threat. Oh, Heavy Overlord ist auch übel. Wir können hier einen Amplifying Core drauf machen, aber es bringt auch nicht so viel. Ich glaube, wir müssen ihn hier irgendwie noch ablenken. Ja. Wir setzen das hier hin. Feuer müssen wir setzen. Das würde zumindest hier so sein Kram ein bisschen einschränken, hätte ich gesagt. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall wegbomben. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier oben. Ich versuche ihn jetzt hier zu finishen, aber das könnte schwierig werden. Wir brauchen einmal das. Ich denke, sollten wir hier gleich Reichweite ausgeben. Kostet 500. Ist, glaube ich, zu teuer. Dem geben wir noch ein Level. Reichweite haben wir ausgegeben. Hier noch Level. Ich denke, wir brauchen hier Schilde. Ich denke, wir brauchen noch mehr Fangs. Die müssen ja auch noch mit vorgelaufen kommen. Ich denke, Attack können wir hier noch verteilen. Nochmal Fangs. Wir brauchen Fangs. Und mehr können wir jetzt hier nicht machen, oder? Doch, wir haben noch Kredit. Was nehmen wir denn hier? Können wir die Fangs upgraden? Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Was machen wir? Feuer hätten wir, Öl hätten wir noch verteilen können. Das wäre gut gewesen. Jetzt stellen wir einfach noch ein Schild hin.
Aber das wird nie im Leben reichen. Jetzt hat er noch, ja. So, die Schilde sind gefallen. Das Zeug hier ist gefallen. Und warum hat das hier jetzt eigentlich nicht funktioniert? Jetzt hat er hier drüben noch was. Die Marksmen tun ihr Bestes, aber da kommen jetzt noch Wespen raus. Wir haben so eine hohe Reichweite, das ist echt übel. Es ging jetzt noch besser als gedacht. Meine Güte. Boom, ja. Reicht das jetzt hier? Knapp nicht, oder? Doch. Meine Güte. Gut, gucken wir uns das nochmal an. Ja, er hat nochmal ein zweites Crawler-Pack hier gestellt und deswegen hat das hier länger überlebt. Ich denke, die waren hier schon wichtig. Das sieht so übertrieben aus hier mit den vielen Fangs, ja. Aber man muss halt stallen für diese Marksmen. Man hätte natürlich noch mehr Marksmen hinten hinstellen können. Aber ja, weiß auch nicht, ob das so gut gewesen wäre. Man hätte jetzt ja auch wieder mit massig Raketen vorne arbeiten können, dass halt sofort hier fokussiert wird. Aber zumindest hatten wir ja die Feuerrunde. Ja, auf jeden Fall gefährlich hier, diese Boote. Gut, schauen wir mal, ob es hier ein paar Punkte gab. Jawohl, 16 und sind bei 1820. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.